Wenn das Jahr zu Ende geht, Herbstzeit im Kalender steht, fängt mit traurigen Gefühlen mancher an herumzuwühlen auf den Speichern in den Truhen. Auch das Paulchen lässt's nicht ruhen und er findet Donnerwetter aus dem Tagebuch ein paar Blätter. Stimmt, da war ja diese ulkige Sache, denkt der Paul, wenn ich dran denke, ich noch heute lache. Mit dem Mann, der dachte, ich bin doof, mit der Tasche auf dem Bahnsteig im Bahnhof. Der 14. Oktober steht im Tagebuch, Tante Mimi kommt heute zu Besuch. Sicher bleibt sie wieder 7 Wochen, na, ein Segen, wenigstens kann sie gut kochen. Nach einem Absatz, leider ist sie heute schon gekommen, hat als erstes gleich ein Schauerbad genommen und hat sofort und lauthals registriert, dass die Dusche immer noch nicht funktioniert. Ach, war das ein Tag. Es wurde dann sehr spät und zum Schluss ist ihm noch um die Ohren geflogen das elektrische Zahnlückenreinigungsgerät und hat ihm so einiges verboten. Ach, es hat die Tante Mimi immer Appetit. Als der Paul nach ihrem Abgang in den Eisschrank sieht, fühlt er sich vor Zorn und Ärger schier erblassen. Nur ein einziges Ei hat ihm die Tante dagelassen. Und mit dem einen Ei gab's Ärger wirklich noch genug. So steht es jedenfalls dick unterstrichen in dem Tagebuch. Natürlich, das war damals, als er stockbetrunken nächtens heimkam und die Tür verwechselt hat. 7 halbe und 5 klare hatte er getrunken und kroch blau wie 17 Veilchen auf die fremde Lagerstatt. Das wäre nicht so schlimm gewesen. Hätte der Nachbar nicht mit einem Besen eine viel zu heiße Wärmeflasche angebracht. Dadurch wurde schlimm erst diese schlimme Nacht. Was wäre wohl das Leben ohne sie? Ohne was? Na, ohne Nostalgie. Wenn Gedanken an Gewesenes uns erwärmen, kriecht ein kleines Leuchten übers Angesicht. War's auch, als es einst passierte, nicht zum Schwärmen und die Sache mit der Bombe in dem Päckchen war es nicht. Geht darüber hin nur eine gewisse Zeit, wächst wie Schimmelpilz darüber die Erinnerungsseligkeit. Selbst die schlimmste Pleite und der dickste Hund sind dann für das Weißt du noch, wie schön das war, kein Hinderungsgrund. Mir nur das Wühlen in den Truhen, lasst den Trieb euch zu erinnern, ja nicht ruhen. Denn es könnte euch wie Paulchen gehen. Sieht er doch im Tagebuche stehen, habt das Päckchen leider doch nicht losgebracht. Schreck, lass nach die Bombe, wenn's jetzt kracht. Und das Paulchen denkt sich, wer sein Leben liebt, der lauft. Ach, vielleicht haben sie inzwischen ja den bösen Hund verkauft. Doch mangelnde Verbindlichkeit, und das nicht nur bei Kindern, kann den Verkauf von solchem Biest verzögern, ja, verhindern.